du unterrichtest das auch Krav Maga. Ja, richtig. Und kannst du von unserem Training hier vom CC? Also das ist richtig, richtig effektiv. Macht viel Spaß. Kann man alles lernen. Also nur mal dazu, ich habe hier keinen Pauschalhass auf Krav Maga. Das ist ein totaler Schwachsinn. Wenn jemand sowas gerne lernt und über Tellerrand herauf, ist er mir jederzeit willkommen. Und solche Leute wie er, finde ich nämlich super, die sagen eben, wir haben nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen bei unserem Krav Maga, sondern da sind halt nun mal viele Fehler drin und man kann immer irgendwie sich verbessern, indem man mal auf andere Systeme zurückgreift, die vielleicht effektiv sind. Und wie gesagt, solche Leute sind natürlich immer gerne willkommen. Ne? Und ich finde Krav Maga nicht gut, das sage ich ja jedes Mal wieder, aber ich finde Leute wie ihn super, die eben dann weitermachen. Und er darf dann auch gerne meine Techniken bei sich unterrichten, da habe ich auch kein Problem mit, er kommt die hier auch. Außerdem glaube ich, ist ein Mann von Ehre, der dann auch sagt, hey, das ist ein CC, was ich hier zeige. Und Krav Maga, du bist in Bremen oder wo? Ja, super, finde ich schön. Okay, dann lass uns weitermachen. Weiter von drüben da aus, so kriegen wir den Druck in die ganze Geschichte. Ja, jetzt so gut. Genau, das ist wirklich in so ein 1-2-1-4, also ein Fluss raus. Ne? Also wenig wie möglich den Kopf bewegen. Genau, die Hüfte muss natürlich rein, aber immer nur so minimal wie es irgendwie geht. Das ist die maximale Power in der ganzen Geschichte. Ich sehe immer, dass du eine Faust machst, wenn du den Schlag hier machst. Da spannst du den Unterarm an. Du bist keine Powerkugel. Ja, die Hand ist offen. Bleib noch ein bisschen kürzer in den Arm und ziehst dich für meinen Geschmack ein bisschen zu weit zurück. Ja, guck mal, ich bleib hier vorne. Und du hast ja gesehen, die Power ist die gleiche. Also das von dem Moment aus arbeitest, wo du den Arm hier hinten hast, ist alles verschenkt. Oder aus der Schwäche wirst du keine Power generiert werden. Das geht erst hier in diesem Moment, wo du in deiner Stärke bist. Deswegen lass die Arme einfach vorne, bleib sperrig, sei die gleich zu treffen und hau mal. Aber zweimal. So, ich habe zwei Dinger dabei. Und ich gehe sofort wieder nach vorne. Also du siehst, ich arbeite mit extrem kurzen Wegen, aber die maximale Power ist doch da, weil ich nehme die Hüfte richtig ein, dass du den Winkel benutzt. Ja, das ist fundig. Punkt, ja klar. Du wirst gleich sehen, das ist eine tolle Sache, weil ich wäre gleichzeitig ab und schlage. Okay, super. Und jetzt versuch mal den Arm am Ende in diese Position zu bringen. Der hängt schon wieder irgendwie zu weit vorne. Ja. Jetzt machen wir ganz einfach. Und hier kurz mit dem Haken hinterher. Das sind einfach kurz zwei Klaps. So. Ja, das davor. Also der letzte Schlag ist der erste Schlag von dem, was du vorher gemacht hast. Wenn man das so sieht, dann sieht das teilweise aus, als wenn es die gleichen Vögel sind. Aber das ist nicht. Ein Stück. Das ist ja, wenn man das erst sieht und keine Ahnung hat, dann sieht das für die Leute aus. Gut gesagt, ja, das ist genau das Problem. Die Leute denken immer, was macht er denn da für einen Mumpel? Aber das ist das tatsächlich, guck mal, was mache ich hier? Ich kümmere mich eigentlich gar nicht um, was du machst. Ich wehre den Schlag hier gleichzeitig. Ich hau hier hinterher. Ab meinem Arm hier, kommst du mit deinem nächsten Schlag. Das bin ich hier hinterher in der Geschichte. Ja, und wie gesagt, das ist auch noch eine fancy Fußarbeit. Allein der erste Gedanke, guck mal, ich bin hier, wenn ich hier irgendwie raus. Boom. So, zack, so, jetzt kommst du hinterher. Ich bin hier hinterher in der Geschichte. Ja. Genau, das macht auch unseren Spike. Und wir haben Power, wie du siehst. Aber die nehmen wir natürlich raus. Weil wenn ich mit der Power beim Spike arbeite, dann dauert die Runde 5 Sekunden. So, das nehmen wir für die Straße auf. Okay, versuch's mal. Drück mal hier gegen. Ich zeig dir das mal. So, ich drehe einfach hier. Einmal die Hüfte. Wer hat dich hier gedreht? Hau ich hier. Und das solltest du hier jetzt auch machen. Genau. Du drehst mich rüber. Genau, und hau hier rein. Ja, geil. Ja. Raus, raus. Genau, am besten aber von oben. Ja, hier mit dem Bock einfach drin lassen. Das ist eine ja, guck mal, wenn man das so trainiert, dann funktioniert das Ganze lang. Das ist echt wichtig. Also wie gesagt, nochmal, ich habe nichts gegen den Menschen, der gerade mal unterrichtet. Das ist sein Job, er verdient sein Geld damit, oder sollte er eben keine Scheiße unterrichten. Und das ist so gut, wenn man mal was Vernünftiges lernt in der ganzen Sache. Offen ist für das Ganze und finde ich super.
so, ja, das wird dich weiterbringen. Du bist der gefährlichste Kraftfahrer von allen Herzen mit diesen Sachen. Wichtig ist eben, geiler Typ, dass man auch dazu steht, dass man die UCC trainiert. Ich habe mich gerade von zwei Krafmager-Privatschülern getrennt, weil die nicht Flagge gezeigt haben und gesagt, oh, das will mein Verband nicht, dass wir woanders trainieren. Ich meine, ja, deswegen werde ich auch immer Gurken bleiben. Das ist nämlich genau das Problem. Euch wird Scheiße beigebracht und ihr seid nicht offen für andere Sachen. Und ihr dürft es halt nicht von eurem Verband aus. Und das ist natürlich das Dumme an der Sache. Na gut, wenn man gerne dumm bleiben will. Wer hier trainiert, ist mir immer willkommen, wenn ein netter Mensch ist. Hauptsache, er sagt dann eben auch, dass er hier trainiert. Und sonst hat man hier nichts zu suchen. Also, geiler Typ.